So, und da sind wir wieder bei Subnautica. Und, ich weiß jetzt, glaube ich, wie wir schnell an unsere Sachen rankommen. Die wir suchen. Welcome aboard, Captain. Hier in die Richtung müssen wir dafür. Ich habe mal geguckt. Letztes Mal, wo ich halt sonst immer die Teile gesucht habe, die ich da jetzt eigentlich in der letzten Folge gesucht habe, da waren die eigentlich immer so dort, wo wir halt waren. Halt dort links jetzt rüber. Wir wollen tatsächlich jetzt mal hier rüber. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht im gefährlichen Gebiet. Nee, nee, das sieht richtig aus. Ja, wir sind hier richtig. Denn da oben. So. Hier wollte ich gerne hin. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Und wenn ich schon hier bin, dann gucke ich mir natürlich auch. Das wollte ich jetzt nicht. Das hier an. Ich da auch rein. Ich finde einfach nur nicht den Eingang. Da. Energiezellenladestation. Warum nicht? Hier ist der Eingang. Energietransmitterfragment. Den können wir tatsächlich gebrauchen. Schubkanone haben wir aber, glaube ich, schon. Oder dass ich hier am Ende noch Platz habe für das, was ich eigentlich suche. Zyklopenrückenfragment. Perfekt. Brauche ich sowieso. Modifizierungsstation. Ach, da fehlt noch ein Teil. Gedacht, ich hätte die jetzt. Wir gehen uns eben noch mal ein bisschen Luft holen. So. Jetzt noch mal hier rein. Geht's hier unten weiter? Sieht nicht so aus. Geht's denn hier weiter? Wenn das hier zu ist, warum lässt man uns dann hier rein? Verstehe ich nicht. Wir wollen woanders hin.
unser Ziel. Hier ist unser Ziel. Sind doch wieder diese Elektroviecher. Ach, hier ist auch direkt wieder so ein Biom. Ich hoffe mal, ich schwimme hier nicht zu weit. Warning. Maximum depth reached. Oder zu tief. Ich fühle mich gerade wunderbar sicher. Glaube ich, zu weit. Und wir haben eine Nachricht wieder. Wo denn er? Ah. Das habe ich gesucht. Und da haben wir auch etwas suchen. So, wir werden den aber nicht einfach so einsammeln. Wir werden den so einsammeln. Oder auch so. New Blueprint acquired. So, jetzt aber zurück. Da haben wir noch was. Auf mir weh zu tun. Tauchdockfragment. Keine Energie mehr. Er spart einen Fisch. Und Baumpilz. Greift ja hier mein Schiff an. Tauchdock hätte ich schon gerne. Wenn wir schon hier sind. So, da geht's zurück. Guck ich mich weiter hier unten um. Ja, endlich mal wieder was zum Scannen, was ich halt noch nicht habe. Natürlich finde ich dann in dem Moment auch gar nichts mehr.
alles was. Und das ist die Modifizierungsstation. Welcome aboard, Captain. Ich meine aber, hier war das auch so. Einige Teile auf den Pilzen hier drauf lagen. Geil, dann haben wir den Tauchdock schon mal. Dann kann ich auch endlich meinen Ding jetzt hier aufbessern. Mein U-Boot. Noch ein Zyklopropenfragment. Habt ihr den ganzen Zyklop oder nur das Rumpfzeugs? Ich hätte gern den ganzen. Würde ich mich um einiges hier sicherer fühlen. Auch wenn das hier ein relativ sicheres Biom ist, bis auf diese komischen Knochenhaie da. Da möchte ich nicht hin, danke. Schwimmen wir dann lieber erstmal weg. Haben wir hier. Tauchdock schon wieder. Gib mir was, was ich noch nicht habe. Es ist ja zum Glück ein bisschen heller. Ich sehe irgendwie immer noch nicht viel von dem Zeug, was ich da suche. Kann ich hiermit irgendwas machen? Ich will jetzt einfach nicht abhauen. Ich will das Zeug finden. Also hier gibt es auf jeden Fall auch Brückenfragment sowie Stromfragment. Aber das ganze Teil, ich weiß nicht. Wäre natürlich schon cool. Ich glaube, ich habe aber noch ein drittes Teil. So, den Rumpf haben wir. Und der greift nicht an. Da haben wir nochmal einen Rumpf. Und Popo-Artischocke. Ihr habt dort zuerst gehört, hier kann man Artischocken kriegen irgendwie. Da kriegen die auch die Menschen auf der Erde alle her, ne? Und deswegen sind die bei euch auf dem Kuchen drauf. Brückenfragment.
Das letzte, das ich gerne hätte. Manchmal sind die auf den Pilzen. Ich weiß nicht. Ich sehe gerade keine. Ich töte einfach so viel, wenn ich es nicht mal will. Geräuschkulisse. Bleib weg, Elektroal, bleib weg. Oder Elektromoräne wohl eher. So wie der Teil aussieht. Das ist ein Ei. Ich glaube, ich schwimme zurück. Wir haben ja das, was wir eigentlich haben wollen. Oh, was haben wir denn da? Brückenfragment. Kann man hier also auch noch durch so was kriegen. Also das waren ja die zwei Sachen, die ich hier kriegen konnte. Und damit habe ich das auch. Was ist das da unten? Natürlich der Laserschneider, wie immer. Ja gut, dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Teil für den Zyklopen. Einfach dazu finden, hatte ich auch noch nicht. Oder sage ich nicht nein? Ist das Reparierteil, ne? Einmal die Batterie. Und dann tun wir da den Laserschneider hin. Willst du die auch aufschneiden? So, jetzt macht das. Bisschen schneller wäre natürlich schön, aber so geht auch. Modifizierungsstation haben wir schon. Viele Fahrzeugstationen haben wir schon. Modifizierungsstation haben wir auch schon. Geben uns hier nur dasselbe. Brauche ich doch nicht. Was soll das denn? 30 Seconds. Okay, hat sich ja gelohnt. Da war also nichts drin. Ja gut, dann gehen wir zurück, bauen ein bisschen was. Jetzt haben wir ja endlich eine gute Wasserversorgung, Essensversorgung.
Von da an können wir schon mal einiges machen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Teil für... Bioreaktor habe ich schon, ne? Uns fehlt dann nur noch ein Teil für den Zyklopen. Was ist das denn? Ach, ich kriege auch immer nur dasselbe, ne? Ich habe hier schon was geplant. So. Hier hätte ich gern diesen Tauchdock. Ja, dann halt so Titanbaren, Schmierstoff und Blei. Hab ich sonst noch was? Nee. Welcome aboard, Captain. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. Alright, tell Becky I'll just take the regular. Regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay. The code... I say regular, she's like, what's the regular? The one with back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. So. Das können wir uns auch machen. Einmal bitte Wasserfiltermaschine. Kupferdraht und Aerogel. Das sollte nicht passieren. So. Vital signs stabilizing. Kann ich eigentlich schon komplett rausnehmen? Eigentlich wollte ich das ja hier woanders hin tun. Hier vorne. So, einmal bitte Aerogel, geht das? Rubin. Dann brauche ich halt noch Kupferdraht. So, Kupferdraht, noch Kupfererz, haben wir hier noch ein Kupfererz? Tatsächlich ist hier irgendwo noch eins in der Nähe. Dort unten. Ich habe da ein paar liegen gelassen, scheinbar. Ach ja, und Strahlung.
will das nicht immer rauswerfen. Schade, dass ich mir nicht irgendwie Erze anbauen kann. Ich rufe mich nicht an. So, einmal bitte Kupferdraht. Dann können wir uns hier die ganze Zeit Wasser machen. So, und da kann ich jetzt Wasser reintun oder wie? Weil das letzte Mal, als ich so ein Teil verwendet habe, hat es mir einfach so Wasser immer gemacht. Was steht denn da? Wandelt mehr Wasser in Wasser und Salz um. Ja, das sollte er eigentlich von selber machen und mir dann einfach irgendwann das geben. Da bekommt man auch Salz raus. So. Dann brauchen wir jetzt noch Modifizierungsstation, die hätte ich gerne. Die tun wir mal hier hin. Computerchip Titan Diamant. Computerchip brauche ich aber wieder. Kupferdraht. Und ich kann jetzt natürlich nicht das Ding jetzt wieder anschalten. Ein Titanbarren können wir auch schon mal machen. Brauchen wir sowieso für hinten. Ja, die Wasserfiltermaschine nimmt jetzt natürlich auch noch Strom weg. Vielleicht geht hier alles raus. Deswegen müssen wir hier ein bisschen noch ran tun. Ich brauche zwei Titanbarren. Schmierstoff und Blei. So, hier geht jetzt gleich erstmal das Licht aus. Ich nehme einfach schon mal alles hier raus. Und hier nicht noch. So, und jetzt geht wegen mir hier alles aus. Können wir uns hier mal angucken. Das Licht oben ausgegangen. Hier drin ist aber noch Licht aus irgendeinem Grund. Sollte eigentlich nicht sein. Die Batterien nehme ich mal mit. Eigentlich sollte mir jetzt auch die Luft weggehen. Scheinbar nicht. Gelsack tue ich mal hier rein. Spatenfisch meinetwegen auch.
suche ich eben noch nach ein bisschen Titan, während hier wieder hell wird. Will ja nicht untätig sein in der Zeit. Das möchte ich noch gerne in der Folge hier fertigstellen. Komm, nerv mich nicht. Sollte aber schon genügen. Angeblich kann man hier auch irgendwo Gelsäcke finden, ich weiß nur nicht wo. Jetzt wohl am besten bei mir. Direkt an der Base. Die hat gar nicht 30 Seconds gesagt. Welcome aboard, Captain. So, hier wird auch langsam wieder die Energie nachgefüllt. Einmal Kupferdraht. Braucht nämlich nochmal einen Computerchip. Ne? Bei Tischkorallenproben auch eben. Vorne sind welche. So, haben wir dann auch Diamant und Blei. Und wir können auch besser. Thermalklinge. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität, mit Plaststahlbahn. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Ultra gleitfähige Schwimmflossen. Ist auch nicht so schwierig zu machen. Hier kann ich auch Tiefenmodule machen. Ja gut, das Zeug habe ich sogar. Außer das emaillierte Glas, aber das ist auch nicht so schwierig. Und das Krebstiefenschwimmflossen. Modul, obwohl ich den Krebs noch nicht habe. So, dann jetzt noch das hier. Plaststahlbahn könnte ich sogar machen. So, Tauchdock. Mir fehlt ein Blei. Tauchdock fertig.
Und scheinbar geht jetzt das Zeug hier alles kaputt. Na toll. Wo haben wir hier was zum Aufbauen? Hier. Ich brauche noch einen Titan. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Kann ich das wieder nicht von außen rein tun. Guck mal, den Pflanzen geht's gut. Wirklich? Ach so. Bitte das falsch. So. Jetzt nur noch reparieren. Du bist nicht reparieren. Du bist reparieren. Ach, jetzt gibt es hier so viel zu reparieren. Muss auf jeden Fall mehr davon jeden bauen. Nicht durch alles kommt da auch wirklich Wasser. Hier kommt Wasser durch. Ja, die sind auch stärker beschädigt. Schneller macht es mich jetzt nicht. So, da fehlt noch ein einziges Teil. Ist wahrscheinlich dort oben drin. Ich konnte das gerade von hier aus reparieren hier. Hätte ich jetzt gerne meine Seemotte. Warum war ich jetzt so übelst schnell? War aber ein Bug. So, jetzt kann ich da auch Erweiterungsmodule reintun, so. Und hier konnte ich, glaube ich, auch noch was. Hinsetzen. Ja, Fahrzeugerweiterungskonsole. Die hätte ich dann schon gerne auch hier drin. Geht auch irgendwo hier. Hier scheinbar auch, wenn hier überhaupt gar kein Platz ist dafür. Stehe ich nicht.
Beispiel nur meins. Setzen wir einfach mal dahin. Für später. Noch kein Wasser. Die werden aber schnell fertig. Wieder kaputt. Inventar voll mal 75. So viel habe ich da jetzt auch nicht reingetan. 75. Natürlich brauche ich wieder einen Computerchip und Kupferdraht. Lasse ich jetzt erstmal da drin liegen. Und hier haben wir dann wieder neue Batterien. So. Und dann packe ich hier halt noch Kupferdraht, kann ich jetzt schon mal machen. Schon wieder nicht aufhören. Kupferdraht brauche ich auch noch mal. Zwei Tischkorallenproben, ein Kupferdraht. Ich glaube, in den nächsten paar Folgen werde ich einiges bauen. Weil ich jetzt wieder die Möglichkeiten dazu habe. So, ein Kupfer brauche ich noch. Das ist jetzt wirklich der letzte, was ich tue, okay? Ich habe gerade Spaß. Deswegen kann ich mich nicht dazu bringen, die Folge zu beenden. Auch wenn es vermutlich schlauer wäre. Ich mache jetzt einfach weiter. Der mag das nicht, dass ich weitermache. So, Kupfer habe ich. Die Basis sieht schon mal wesentlich besser aus jetzt gerade. Welcome aboard, Captain. So, noch ein Kupferdraht. Computerchip. Sieht immer noch komisch aus. Okay, so geht natürlich auch. Hier kann ich dann aufbessern. 5 Panzerung, Maschineneffizienz, Frachtmodul. Frachtmodul wäre schön. Perimeterabwehrsystem. Das ist natürlich auch cool. Torpedosystem, Sonar, Torpedos. Kann man sich alles mal angucken. Seemotten-Solar-Ladegerät. Das machen wir auf jeden Fall. Aber erstmal benennen wir hier jetzt erstmal. Wie nennen wir das Teil denn? Anstatt von Seemotte.
Wir nennen das Viech den Speedster. Dafür machen wir dann grau, den Namen schwarz, den können wir gerne weiß lassen und die Streifen in rot. Ein bisschen helleres Rot. Ja. Warum die Streifen hier immer noch orange sind, verstehe ich aber noch nicht. Jetzt eigentlich nicht so machen. Bitte wieder hoch. All systems online. Problem ist, jetzt geht hier wieder die Energie sehr. Da finden wir auch noch so einen Weg dazu umgehen. So. Aber gut. Ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.